Amrena. Amrena. Aprikoko. Blau, Grün und Weiß holen. Ne, Pink, Grün und Weiß, genau. Die wir später auch noch zu Bällen verarbeiten können. Da wir schon mal VM Fliegen haben. VM Fliegen, wie sich das anhört. Da wir schon mal das Item Fliegen haben. Und nur noch, uns nur noch ein Pokémon fehlt. Ah, seht ihr, der Beutel ist voll. Das ärgert einen doch. Gib. Nein. Verdammt. Verdammt. Ah gut, ging sowieso nicht. Gib. Und. Gib. So. Und wir wollen noch die gelbe Aprikoko mitnehmen. Genau. Da wir schon mal VM fliegen. Jetzt sag ich's schon wieder. Da wir VM2 haben. Attacke. Fliegen. Können wir gebrauchen. Können wir einfach mal nach. Jetzt kommt's wieder mit den Städtenamen. Ich bin so schon eine Niete in Erdkunde. Und jetzt diese ganzen verfluchten Städte. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. In Kurz City. Kurz City. Du hast einen Baldorffisch, das weiß ich noch. Das wusste ich auch früher noch. Sowas vergisst man irgendwie nicht. Kopfnuss. Bam. Die Flasche spielt gegen mich. Sie verrät, wann ich trinke. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ich sitze gerade unbequem. Au. Oh. Alles eingeschlafen hier. Arg. Und Evoli. Evoli erreicht Level 23. Sehr schön. Hat einen hohen Initiativenwert. Und erlernt Ruckzuck-Hieb. Nice. Hier haben wir noch zwei Attacken, die wir verlernen können. Warum nehme ich jetzt die unterste? Die unterste. Und weiter hier rüber. Was hattest du? Da bin ich jetzt gespannt. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Damn you, Kurzzeitgedächtnis. Du hattest die beiden Fukanos, oder? Ne, Nidorina und Nidorino, genau. Was habe ich mit meinen beiden Fukanos? Verstehe ich nicht. Kopfnuss. Bam. Das sind gute Gegner für Evoli. Die bringen ziemlich viel Verharrung. Au. Na gut, es geht vom Schaden her. Bam. Jo. Relativ gute Erfahrung. Nidorino. Ist hoffentlich auch mit zweimal Kopfnuss zu besiegen. Ja, locker. Sogar ohne einen Gegenangriff. Finde ich immer sehr schön. Wenn wir keinen extra Schaden nehmen und 201, 201. Das geht doch hier wieder ratzfatz. Ja, Mondstein, bla bla. Dann hättest du ihn mir geben können. Dann hätte ich, was weiß ich, mit damit gemacht. Aber, obwohl, ja, ich hätte ja einen geben können, wenn ich einen gehabt hätte. Wenn er zu schnell deine Pokémon entwickelt und ich hätte mehr Erfahrung absagen können. Ach genau, du hattest Dickda und Dickdri und Dickda. Irgendwie so. Ich weiß, das sind zwei Dickdas gewesen. In irgendeiner seltsamen, zusammengewürfelten Reihenfolge. Kleinstein. Ich habe nichts gesagt. Owei, Krabi. Ja, ja, genau, der glänzende Kopf. Ich erinnere mich. Du hast Surfer, du solltest das easy regeln können. Du hättest trotzdem noch einen Dickdri, oder? Ja, genau. Sehr schön. Wechseln wir wieder zurück auf unser Evoli. Was durch dieses Dickdri schon
gut Level 24 erreichen könnte. Ja. Intensität 5. Okay, das geht ja noch. Ich habe jetzt mit irgendwie 12 oder so gerechnet. Das wäre natürlich das Todesurteil gewesen. Mit einer Kopfnuss auch kaputt. Sehr geil. Und das ist auch das Level Up. Für unser Evoli. Freut mich, dass Evoli auch mal ein bisschen Training kriegt. Und da sind wir schon wieder in Schlag mich tot City. Oh warte, den Namen kenne ich aber eigentlich. Mahagonia City müsste es sein. Wir haben eine Karte, warum gucke ich da eigentlich nicht drauf? Ist mir jetzt egal. Wir heilen unsere Pokémon und spurten wieder nach oben. Das heißt wieder nach oben, wir spurten nach oben. Richtung See des Zorns. Und da wartet schon ein Trainer. Der hat mich überrascht. Genau wie letztes Mal. Warum? Irgendwie erwarte ich den da nie. Aber er kommt auch sofort, wenn er ins Bild kommt, sieht er einen schon. Und will kämpfen. Stimmt, Sandan und Sandama und noch irgendwas. Kopfnuss. Jo. Sieht ganz gut aus, solange wir jetzt noch treffen. Nochmal Kopfnuss. Trifft. Sehr schön. Sind schon mal wieder gute Erfahrungspunkte für Evoli. 266. Es geht voran. Sandama, bleiben wir natürlich im Kampf. So viel zum Thema, ich will ein Vati vor der 7. Arena. Hat sich damit wohl auch erledigt. Einen Ampharos. Aber so ein gut trainiertes Evoli ist natürlich auch was Schönes. Zack. Und das war's mit Sandama und es gibt uns, boah, viel Erfahrungspunkte. Sehr, sehr schön. Zubat. Bleiben wir einfach mal auf Evoli. Vertrauen auf unser Glück, dass hier nicht irgendwie Konfusstrahl oder Superschall ankommt. Aber so weit kommt es erst gar nicht. Bringt uns nicht gerade viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und weiter geht's durch, genau, der Abzockschuppen. Ich gehe aber einfach mal durch. Genau deswegen Abzugschuppen. Wir wollen einfach mal 1000 Poké-Dollar von dir. Und du kannst nichts gegen machen, außer außen rumzulaufen. Aber da war ich jetzt zu faul für. Du hattest ein Nidoking. Und der drüber. Ich glaube kein Nidoqueen. Das habe ich letztes Mal schon vermutet. Aber was hatte er dann? Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Dieses Kurzzeitgedächtnis. Verdammte Scheiße. Wir hoffen einfach auf unsere Kopfnuss von Evoli, die doch relativ gut Schaden macht. Und wir setzen hier gleich noch einmal ein. Und ein Ruckzuck heben, dann war es auch mit Nidoking. Es hat uns mal gar keinen Schaden verursacht, das finde ich natürlich geil. Und verdammt viel Erfahrung. Sehr, sehr schön. Das war's mit Hiro. Hiro. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich will es auch gar nicht wissen. Oh Gott, was hattest du für Pokémon? Du hattest auch eins? Oder hattest du mehrere? Du hattest auch eins. Ein Lamus, genau. Das nervige Tankvieh. Oh. Das hält doch wieder so viel aus. Seht ihr? Aquaknarre, das erste Mal, dass unser Evoli hier auf dieser Route Schaden bekommt. Du Arsch! Mann! Hättest du auch mal lassen können. War doch total unnötig. Nochmal Aquaknarre, Dankeschön! Sieg uns doch gleich! Nein, wir wollen deine Erfahrungspunkte.
zweimal 333 Erfahrungspunkte. Sie wollten auch nur nicht 666 schreiben. Und dreimal die 6. Wir tun unser Wati nach vorne. Denn hier wartet ein Wasser-Pokémon auf uns. Und zwar nicht irgendein, sondern ein spezielles. Ein Garados, was man schon aus dem Wasser ragen sieht. Was an sich schon ziemlich ungewöhnlich ist. Woran das liegt, könnte man eigentlich schon sehen. Na, obwohl, so speziell ist es gar nicht, weil es rot ist. Wir haben ein rotes Labras, also... Ein Shiny Garados. Welches wir einfach mal wegputzen, wollte ich sagen. Autsch. Das hat weh. Das hat verdammt weh. Immerhin machen wir gut Schaden. Volltreffer. Wenn du uns jetzt nochmal am Leben lässt, natürlich nicht. Yo, hau uns einfach mal weg. Ja, wir wollen tauschen und zwar zu Owei und hoffen, dass wir wenigstens einmal zum Zug kommen. Hypnose. Fuchtler natürlich nicht. Arg. Schade. Ja, immer noch ein nächstes Pokémon. Mirapla. Wir gehen jetzt mal bunt durch. Absorber. Oh, es ist verwirrt. Sehr schön. Fuchtler trifft trotzdem. Geil. Auf die Verwirrung habe ich gehofft. Deswegen werde ich jetzt Evoli einsetzen. Obwohl, das war ein Fehler. Haben wir noch einen Supertrank? Wir sollten mehrere haben. 7 Stück. Ist zwar Verschwendung, aber ist mir egal. Ist nicht mehr verwirrt, genau deswegen. Oh, verdammte Axt. Warum genau tue ich mir das überhaupt an? Ich habe keine Ahnung. Das würde uns nicht mal vorher heilen. Ich habe keine Ahnung. Achso, wir müssen es, glaube ich, besiegen. Wir heilen uns jetzt einfach so lange, bis es sich irgendwann mal selbst verletzt. Oder bis die Hoffnung besteht, dass es sich selbst verletzt. Zum Beispiel jetzt. Silberblick. Ist okay. Ist verwirrt, verletzt sich bitte selbst. Dankeschön. Und eine fette Kopfnuss hinterher. Bam. Jetzt erst bam. Okay. Und schön viele Erfahrungspunkte für unser Evoli. Und fast Level 26. Und wir erhalten rote Haut. Was wir mit der anfangen können, wird uns später noch gezeigt. Und jetzt hören wir erstmal eine lange Lebensgeschichte von Siegfried. Ach genau, ich wollte gucken, ob die Texteinstellungen wirklich auf 3 sind, weil mir das so langsam vorkommt. Werde ich gleich nochmal nachgucken, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Ja, ich werde dir helfen. Tschüss. Option. Es ist auf 3, wow. Okay, wir haben immer noch kein Flug-Pokémon. Das heißt, wir werden jetzt mal auf die Suche nach einem Flug-Pokémon hier gehen. In der Hoffnung auf ein Taubsi. Hallo? Noctuna nehme ich natürlich auch gerne mit. So ist es ja nicht. Sehr schön. Hypnose macht mir gerade gar nichts, weil ich jetzt E-Bälle werfen will. Ein Superball. Zurück müssen wir sowieso noch mit dem Fahrrad fahren. Aber das ist mir gerade egal. Arg, ich wollte mich gerade schon freuen. Blöd. Na? Boah, bist du
Boah. Du bleibst jetzt gefälligst drin. Na komm. Dankeschön. Und wir haben einen Noctu gefangen. Brauche ich wie gesagt nicht in meinem Team, aber es ist natürlich ein Flug-Pokémon, wodurch wir fliegen können. Das wird uns das Leben ganz schön erleichtern. Was bist du? Top-Etter. Freue ich mich.